Kreativität in Zeiten von Corona. So bietet die evangelische Kirchengemeinde einen digitalen Adventskalender an, der heute sein erstes Türchen öffnete. An den 24 Beiträgen beteiligt sind Jugendliche von Homezone, Frauenkreis Sonnenblume, Kindergarten, Presbyter und verschiedene Musiker. Wir möchten dieses Jahr einfach mit zu unserem digitalen Adventskalender einladen. Wir haben verschiedene Gruppen in der Gemeinde angesprochen, verschiedene Einzelpersonen der Gemeinde, Gemeindemitglieder, die gesagt haben, dass sie sich vorstellen können, einen Beitrag einzustellen. Und haben das mit Josef Hoppe zusammengestellt. Er stellte das ins Internet und Sie können das auf unserer Homepage evangelischekirchenwalbe.de jeden Tag neu abrufen. Alle alten Beiträge sind auch jeden Tag weiterhin abrufbar und ansonsten geht jeden Tag ein neues Kalendertürchen auf. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner jungen Frau Maria, die ein Kind erwartete. Als sie in Bethlehem war. Wir haben uns das deswegen überlegt, weil dieses Jahr alle Weihnachtsfeiern der Gruppen, alle Weihnachtsfeiern der Gemeinde ausfallen. Vieles Zusammentreffen findet nicht statt und deswegen wäre es ganz schön, wenn wir uns auf digitalen Wege treffen könnten und man dadurch eben sieht, wie geht es dem anderen oder man hört von dem anderen etwas. Und ein paar Musiker aus unserer Gemeinde, Claudia vom Lehn, Christina Hartmann und Annalena und auch Herr Witschig haben auch Musik eingestellt. Von Frau Birgit Dörn aus Schwelm haben wir zwei Musikbeiträge zur Verfügung gestellt bekommen für einen Bildvortrag. Und hoffen einfach, dass jeder damit ein bisschen Spaß hat. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit für unseren Adventskalender. Machen Sie sich einen Tee oder einen Kaffee, setzen sich mit einem Stück Kuchen oder mit einem Gebäckstück einfach irgendwo schön hin und genießen Sie diese Auszeit in diesem etwas anderen Advent. Danke. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das Kind sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach.